Eine Frage. Möchtest du in der Shisha-Bar sterben? Lüge nicht. Lüge nicht. Wenn nein, was machst du dann? Ist Allah nicht in der Lage, dich dort sterben zu lassen? Möchtest du im Bordell sterben? Lüge nicht. Hat Allah nicht dort schon Seelen genommen? Möchtest du, Schwester, nachdem du den Hijab angehabt hast, möchtest du in deiner Leggings oder in deinem kurzen Rock so vor Allah Azzawajal auferstehen? Lüge nicht. Du wirst sowieso bedeckt werden, spätestens im Leichentuch. Da wird man nichts von deinen Reizen sehen können. Du wirst bedeckt werden, ob du willst oder nicht. Wir haben sogar gehört, dass manche Schwestern, möge Allah Azzawajal sie zur Rechtsleitung zurückführen, sie war praktizierend und gehört jetzt zu einer Motorradgang. Überlegt mal. A'udhu Billah. Das heißt, Zina ist für sie ganz normal. Rauchen, Drogen ist für sie ganz normal. Das nach der Rechtsleitung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Und daher, wenn du nicht an diesen Orten sterben möchtest und du willst nicht an diesen Orten sterben, was hast du an diesen Orten zu suchen? Denn bei Allah, dieses Wissen begleitet dich jetzt bei deinen ganzen Sünden, das Wissen über deine Religion. Und eine Frage, hast du nichts im Herzen, wenn du diese Sünden machst, während du genau weißt, was der Ausgang dieser Sünden ist? Abul-Bara, du hast mich überzeugt. Ich will jetzt wieder anders leben. Was kann ich tun? Nur eine einzige Sache. Eine einzige Sache. Nicht zwei und nicht drei. Kehre aufrichtig zu Allah zurück und er wird deine annehmen. Subhanahu wa ta'ala. Du weißt doch, wie gnädig er ist. Hast du das vergessen? So wie er damals dich zum Weg geführt hat, so wird er es wieder tun. Und mache mit den guten Taten weiter.